Hallo, liebe Freunde der YouTube-Kunst. Ich bin's mal wieder, Dennis von der Pfleka Fotografie. Und heute bei stürmischem Wetter am Bodensee zu den Pfahlbauten gefahren, um die Pfahlbauten mal mit ein bisschen Dynamik fotografieren zu können. Nämlich, ich möchte einfangen, wie die Wellen vor den Pfahlbauten so richtig schön ans Ufer klatschen und dadurch dem Bild eine besondere Dynamikstimmung verleihen. Also bleibt dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie schon angesprochen, heute Pfahlbauten bei stürmischem Wetter. Die Wolkendecke zieht auch richtig schön am Horizont auf. Wir haben richtig schöne Wolken am Himmel. Da kann man richtig tolle Wolkenstimmungsbilder und Dynamikbilder machen. Wie möchte ich die Dynamikbilder heute machen? Ich möchte die Wellen vorne dran einfangen. Ihr kennt das von den Bunnen am der Ost- oder Nordsee und wie die Wellen so schön einfallen und auch wieder zurückgehen. Das kann man wunderschön machen, indem man eine kurze Langzeitbelichtung macht, nämlich mit einem Sechstel oder bis zu 0,5 Sekunden, um die Wellen dann das Rauschen einzufangen. Ihr hört schon, hier knallt es richtig rein. Der Wind bläst auch richtig schön ans Ufer ran oder bläst die Wellen ans Ufer ran. Und deswegen sind wir heute hier, um diese Bilder heute einzufangen. Ich hoffe, das gelingt, weil die Problematik an den Pfahlbauten ist natürlich erstens, wir haben momentan ziemlich viel Wasser. Hier konnte man vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, wo noch wenig Wasser war, fast drumherum gehen und konnte dann reingehen, was man eigentlich auch nicht darf, denn der Zaun ist ja nicht umsonst da. Aber auch hier kann ich mal ein paar Bilder einblenden, die ich letztes Jahr gemacht habe, um die Zeit, damit ihr mal seht, wie wenig Wasser wir da hatten. Und dieses Jahr haben wir eben viel Wasser und ich muss hier am Zaun stehen bleiben und kann nur von hier auf die Pfahlbauten fotografieren. Das heißt, ich muss hier auch schon wieder mit dem 14-35 ran oder eben nachher probiere ich es auch mal noch mit einem anderen Objektiv, ob das dann gelingt, durch den Zaun, denn wir können den Zaun, der hier ist, auch ausblenden, indem wir eine längere Brennweite nehmen und dadurch den Zaun verschwinden lassen. Gucken wir nachher mal, ob das funktioniert und ob die Bilder dann was werden. Aber wir gehen jetzt erstmal aufs Display und schauen uns an, welchen Bildausschnitt ich gewählt habe, wie ich hier die Bilder machen möchte von den Pfahlbauten. Bis gleich. So, ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier auf dem Display. Ich fotografiere mit einer Blende 16, habe meine Magnetfilter von K&F mit drauf. Einmal den ND8, dass ich einfach auf eine Verschlusszeit von einem Fünftel, einem Sechstel, ein Viertel, 0,2 Sekunden komme, um die Dynamik mit reinzunehmen. Die Pfahlbauten laufen jetzt ins Bild rein. Und ich habe jetzt hier den Vordergrund natürlich mit ein bisschen Astgewerk und den Wellen, die dann aufs Ufer schlagen. Und da möchte ich natürlich jetzt die Dynamik reinbringen. Das heißt, ich fotografiere, wie ihr seht, auf 35 mm, weil oben habe ich oben rechts im Bild, ich mache mal kurz die Infotaste aus, ihr seht hier oben rechts im Bild, seht ihr, dass ich da einen Ast drin habe und den will ich natürlich nicht ganz so angeschnitten mit drin haben. Das heißt, ich fotografiere jetzt also auf 35 mm, Blende 16, ISO 100, ND8
und ein Fünftel Sekunden. Und dann nehmen wir mal die erste Aufnahme auf. Und ihr seht jetzt, wie das Wasser schön verschwimmt, im Vordergrund so schön milchig wird und wir dann hier so richtig schöne dynamische Stimmung in die Pfahlbaut mit reinkriegen. Hinten bewegen sich die Wolken auch noch ein kleines bisschen. Das sieht also richtig cool aus. Genau so möchten wir es doch haben. Wir können jetzt hier auch noch auf eine Verschlusszeit von 0,3 bis 0,5 Sekunden gehen. Allerdings müssen wir die Blende dann weiter schließen, nämlich auf 16 oder sogar 18, um dann weiter runterzukommen. Mit 0,3 Sekunden, 0,4, 0,5 Sekunden sieht das auch wirklich sehr, sehr cool aus, diese Bilder. Dann kommt das Wasser noch ein bisschen milchiger und wird noch ein bisschen verschwommener und ja. Das sieht natürlich auch immer sehr, sehr cool aus. Natürlich dann bei den Bildern den Vorwahlauslöser von 2 Sekunden nicht vergessen, denn hier habt ihr sonst das Problem, dass euch die Bilder eventuell verwackeln, wenn ihr dann einfach nur drauf drückt. Ihr seht auch hinter mir wieder einen Haufen Krach. Hier sind ein Haufen Touristen. Wir haben Ostermontag. Natürlich sind die Pfahlbauten auch ein beliebtes Objekt am Ostern zu besuchen. Also wenn ihr noch nicht da wart, solltet ihr die Pfahlbauten auch mal angucken, denn die Pfahlbauten sind wirklich interessant. Ist so ziemlich eine der ersten Siedlungen, die hier am Bodensee entstanden sind, denn die Menschen haben hier früher am Bodensee auf den Pfahlbauten gelebt, geangelt und waren so kleine Fischerdörfer. So, also ich habe jetzt hier mein Tele aufgeschraubt, um die Pfahlbauten mal etwas näher aufzunehmen. Und ihr müsst jetzt bei solchen Sachen, wenn ihr den Zaun recht draußen haben wollt, müsst ihr den Zaun quasi etwas ranziehen. Oder der Zaun muss jetzt hier ein bisschen rangezogen werden, ist leider so. Wobei mir der Bildausschnitt tatsächlich nicht ganz so gut gefällt. Aber wir machen es jetzt einfach mal, damit wir mal ein Bild gemacht haben mit dem 70-200. Ja, man sieht den Zaun noch ganz, ganz leicht im Bild, aber das ist kaum der Rede wert. Das ist wie so eine Art Schatten im Bild, aber man kriegt den Zaun fast gänzlich raus und bekommt dann eine andere Perspektive hin, trotz Zaun. Also es ist möglich, auch hier trotz Zaun bodennah zu fotografieren, um dann eine bessere Alternative oder bessere Objektivausbeute machen zu können. Also ich habe mich jetzt dann doch dazu entschlossen, die Kamera jetzt über den Zaun zu stellen.
Und von dort Bilder zu machen, ich bin jetzt auf 30 mm, habe den Grobfaktor mit drin, um einfach mal ein bisschen das Wasser ein bisschen näher ranzuholen, um die Pfahlbauten ein bisschen näher ranzuholen, da das mit dem 2470 tatsächlich mit dem Zaun dann nicht mehr funktioniert. Also ihr braucht schon tatsächlich eine Tele-Brennweite, die wirklich nah ran kann, sodass dass der Zaun fast gänzlich verschwimmt und ihr dann dort fotografieren könnt. Aber hier mit dem 1435 auf Kropffaktor und den starken Wellen, die wir momentan haben, weil der Wind wieder zugenommen hat, sieht es auch wirklich, wirklich sehr, sehr cool aus. Und ich muss sagen, das kommt echt extrem gut auf einem Viertel und F16 ISO 100, 30 mm, wie gesagt, Kropffaktor mit dazu. Und dann haben wir hier echt schöne Dynamik im Bild. Wenn ihr hier noch wartet, bis teilweise der Schaum so richtig schön am Ufer entlang geht, sieht das Ganze dann nochmal ein bisschen schöner aus. Also die Wellen sich gar nicht erst so richtig aufbäumen, sondern der Schaum mehr so am Ufer, ans Ufer klatscht, dann kommt es doch echt viel, viel schöner, als wenn die Wellen noch gerade stehen. Ja, also genau, also geht auch raus bei schlechtem Wetter und macht auch gerne bei schlechtem Wetter, bei Wind mal das ein oder andere Bild. Es lohnt sich tatsächlich hier auch mal ein bisschen Experimente zu machen. Gerade bei Wind kann man solche Bilder wunderschön am Wasser einfangen und es macht wirklich extrem viel Spaß, sich da auszuprobieren. Ich gehe jetzt hier mal noch ein bisschen am Ufer entlang und schau mal, ob ich vielleicht noch zwei, drei andere Perspektiven finde, die mich eventuell interessieren und die ich eventuell noch mit einfangen möchte. Ich verabschiede mich aber schon von diesem Video, von diesem Part, den ich hier für euch gemacht habe. Ich wollte lediglich zeigen, dass am Wasser viele Möglichkeiten herrschen, nicht immer nur Langzeitbelichtungen, sondern auch tatsächlich Momentaufnahmen, um ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, einfach die Verschlusszeit auf ein Fünftel, ein Viertel, ein Sechstel, gerade bei Wellen, um diese Bunnengeschichte, wie man es immer wieder an der Nord- und an der Ostsee sieht, aufnehmen zu können, macht extrem viel Spaß und gibt dem ganzen Bild eine gewisse Dynamik, obwohl eigentlich nicht viel passiert. Ihr habt die Wellen, die ans Ufer klatschen, und die ziehen ganz langsam rein und es passiert eigentlich überhaupt nicht viel. Geht raus, macht am Wasser bei Wind eure Bilder und habt ein bisschen mehr Dynamik im Bild. Ich wünsche euch beim Nachmachen viel Spaß und ich präsentiere euch jetzt zum Schluss noch die Bilder, die ich hier am Ufer noch gemacht habe, um dem Ganzen nochmal ein bisschen andere Perspektiven zu verleihen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Bis zum nächsten Video. Euer Dennis. Ciao und schöne Grüße vom Bodensee.